Warum verdienen Insider so viel Geld? Und wie wirst du Insider, ohne Gesetze zu verletzen? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Lass uns heute darüber sprechen, wie du ein wirklich erfolgreicher, reicher und glücklicher Investor wirst. Du wirst den Unterschied verstehen, warum die meisten Investoren gar keine richtigen Investoren sind und was du tun musst, um zu den Gewinnern zu gehören. Bist du bereit für eine brutale Wahrheit? Die meisten von euch schauen das Video, und das verstehe ich auch, weil sie denken, wenn sie mehr Geld haben, haben sie weniger Probleme. Die Wahrheit aber ist, Geld ist immer ein Problem. Du musst wählen zwischen 2 Problemen. Das erste ist, du hast zu wenig Geld. Das ist ein Problem. Wenn der finanzielle Stress unbehandelt bleibt, dann hat das ganz klar enorme Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit. Beispiel, Geld wird knapp. Wenn das Geld knapp ist, dann besteht die Gefahr, dass jemand Schulden hat. Warum? Weil er Dinge haben möchte, kann sie nicht bezahlen, also nimmt er Geld dafür auf. Schulden hat auch, wer die Miete nicht mehr bezahlen kann oder die Krankenkassenprämien nicht mehr rechtzeitig bezahlt. Also das erste Problem, zu wenig Geld. Das zweite Problem, du hast zu viel Geld. Und glaub mir, das ist ein Problem. Denn dann hast du Angst, dieses Geld zu verlieren oder betrogen zu werden. Oder noch schlimmer, der Gedanke ist dann da, dass du wieder arm werden könntest. Glaub mir, beides ist ein Problem. Zu wenig Geld, zu viel Geld. Und alle Reichen haben gedacht, gut, dann habe ich lieber das Problem mit zu viel Geld. Aber was löst das Problem mit zu viel Geld? Ganz einfach, es gibt nur eins. Wenn du weißt, wie du es erhältst und wie du es vermehrst. Und vermehren ist nur ein anderes Wort für investieren. Fragen wir uns mal, macht Geld eigentlich glücklich? Ich sage, wenn du weißt, wie du es erhältst und vermehrst, dann macht es dich glücklich, wenn du investieren kannst. Das heißt, du wirst zwar immer wieder Probleme mit Geld haben, aber du kannst sie lösen, wenn du weißt, wie du dein Geld erhältst und vermehrst. Ja, da wähle ich doch lieber die Option, dass ich zu viel Geld habe. Wenn du weißt, wie du es erhältst und vermehrst, also wenn du investieren kannst, ist das Problem erstmal weg. Hast du mehr Geld, kommt es wieder neu. Du musst es wieder auf eine andere Weise beschützen und auf eine andere Weise vermehren. Der Weg, um dich mit Geld wohlzufühlen, glücklich zu sein, ist investieren. Und beim Investieren hast du immer 2 Möglichkeiten. Erstens, du kaufst ein Asset oder zweitens, du schaffst ein Asset. Ich habe eben davon gesprochen, dass du den Unterschied verstehen wirst, warum die meisten Investoren gar keine richtigen Investoren sind. Sind eher Trader. Sie tauschen Geld gegen ein Asset. Und was du tun musst, um zu den Gewinnern zu gehören. Vielleicht denkst du, ja, das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Denn wenn das Einzige, was man tun muss, um seine finanzielle Freiheit zu erlangen, darin bestünde, einen Unterschied zu verstehen, warum kann das da nicht jeder tun? Weil es unbequem ist. Ich möchte diesen Punkt nicht beschönigen. Als ich anfing, mein Geld zu investieren, habe ich dieselben Fehler gemacht. Aber kommen wir zu der Unterscheidung. Ein wirklich kluger Investor versteht den Unterschied zwischen innerhalb und außerhalb. Das heißt, entweder bist du in einer Investition drin, dann bist du Insider, du bist Spieler, so wie im Fußballstadion, die auf dem Platz stehen, das sind die Spieler, oder du bist Zuschauer. Und betrachtest die Investition von außen, dann bist du Outsider. Sagen wir es ganz brutal offen, du bist dann ein Zuschaueropfer. Du hast keinen Einfluss auf das Spiel. Also nochmal das Fußballstadion. Wenn du Zuschauer bist, hast du keinen Einfluss auf das, was die Jungs da unten auf dem Rasen machen oder die Mädels. Die Spieler verdienen sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Die Zuschauer im Stadion. Die bezahlen Geld für den Eintritt, um dabei zuzusehen, dass ihre Mannschaft spielt. Aber sie haben keinen Einfluss auf das Ergebnis. Sie fiebern zwar mit, sie schreien auch rum, aber sie sind dennoch hilflos, ohnmächtig. Diese Unterscheidung zeigt uns auch schon, warum die meisten Menschen nicht reich werden. Sie fokussieren sich geradezu auf das Außerhalb.
und außerhalb bedeutet, du kaufst Assets. Nehmen wir das Beispiel Aktien. Die Leute, die auf diese Weise außerhalb stehen, die also nur eine Aktie gekauft haben, aber keinen Einfluss auf den Aktienkurs haben, ja, die sind Opfer von dem, was jetzt die Aktie macht. Heißt das, du solltest keine Aktien kaufen? Natürlich nicht. Du solltest Aktien kaufen, aber mit Hilfe von wirklich guten Experten. Überleg mal, 95% des gesamten Aktienhandels wird von Megaprofis mit einem Riesenteam abgehandelt. Du kannst nur kaufen, das ist eine andere Wahrheit, du kannst nur eine Aktie kaufen, wenn ein anderer Profi seine Aktie verkauft. Was glaubst du, wer gewinnt? Der Profi mit einem ganzen Team von vielleicht 200 Mann, die sagen, nach allen Berechnungen wollen wir diese Aktie jetzt verkaufen. Jetzt ist sie zum Kaufen. Du sagst, oh, ich habe ein gutes Bauchgefühl, ich kaufe jetzt mal diese Aktie. Was glaubst du, wer von den beiden wird auf längere Sicht Geld verdienen? Aber die meisten wirklich sehr guten Investoren haben gelernt, nicht nur von außen, sondern auch innerhalb zu investieren. Also nicht nur zu kaufen, sondern auch zu erschaffen. Es gibt drei Arten, was du mit deinem Geld machen kannst. Erstens, du lässt es einfach auf dem Konto, lässt es in Geld. Zweitens, du kaufst ein Asset, stehst aber außerhalb, bist also Zuschauer. Drittens, du schaffst ein Asset, du bist also quasi in der Investition drin. Das bedeutet, du bist Insider. Die Lehre ist, bemühe dich, Assets zu schaffen, denn dann hast du Macht über das, was du tust. Erfolglose Investoren überschätzen sich, kaufen Assets ohne Experten. Erfolgreiche Investoren, wenn sie Assets kaufen, nutzen Experten oder sie schaffen die Assets selber. Sie bauen sie, sie machen sie, sie erfinden sie. Nehmen wir ein Beispiel für so eine innere Investition, also wenn du Insider bist, drinnen bist in deiner Investition. Du kaufst eine Wohnung, die renovierungsbedürftig ist. Du kaufst also jetzt erstmal außerhalb. Du tauschst Geld gegen eine Wohnung. Aber diese Wohnung renovierst du. Du bist also jetzt in der Wohnung, sonst kannst du sie nicht renovieren. Du bestimmst, was mit dieser Wohnung passiert. Du bestimmst, welchen Mieter du einziehen lässt, welche Miete er zahlen muss. Du bestimmst, ob du sie teilmöblierst, um eine höhere Miete zu bekommen. Du teilst vielleicht ein Einfamilienhaus in 4 Wohnungen auf und so weiter. Du bestimmst so viel, dass du sagen kannst, ich schaffe ein Asset. Du renovierst nach deinen Vorstellungen, du setzt den Preis nach deinen Vorstellungen und so weiter. Oder wenn du eine Wohnung mit 4 Zimmern kaufst, teilst du sie vielleicht auf und machst 3 kleine Einzimmerwohnungen daraus. Du könntest sofort 40% oder 50% mehr Rendite machen. Und dadurch erweiterst du deine Fähigkeit zu investieren, deine Fähigkeit, Rendite zu erzielen. Du bekommst dann statt vielleicht 11 Euro Miete, dann vielleicht 16 Euro Miete pro Quadratmeter. Du hast natürlich die Investmentkosten, um das umzubauen. Bei einer Aktie ist es so, da stehst du außerhalb, wenn du eine Aktie kaufst. Du bist einfach Zuschauer. Du guckst zu, wie sich der Kurs entwickelt. Du hast eigentlich keinen Einfluss, außer wann du kaufst und wann du verkaufst. Deswegen ist es da wichtig, dass du dir die Hilfe von wirklichen Experten nimmst. Die Menschen, die am schnellsten reich geworden sind, haben Assets gebaut, wie das Beispiel mit der Immobilie, die sie umbauen, und haben dadurch viel Geld verdient. Und dieses Geld haben sie wieder angelegt in Assets, in denen sie im Idealfall auch Insider sind. Natürlich kaufen sie auch mal Aktien, aber dann mit Hilfe von Profis. Es kann sein, dass vieles von dem sehr neu ist und die Gedanken auch sehr fremdartig anmuten. Ich möchte dich aber unterstützen, finanziell frei zu werden. Und ich habe deshalb für dich ein kurzes Power-Seminar entwickelt, in dem du genau verstehst, was ich meine. Und wenn du dieses Power-Seminar dir anschauen möchtest, es ist gratis, dann gehe jetzt auf den Link unten in der Bio oder scanne einfach den QR-Code am Ende dieses Videos ein. Denke daran, wir können nur finanziell frei sein, wenn wir Investor sind. Und finanzielle Freiheit ist unser Geburtsrecht. Also sichere dir jetzt diesen Platz und ich freue mich, wenn du den nächsten Schritt zum wahren Investor gehst, denn nur Investoren sind wirklich frei.